Lunardi. Startnummer 27. Immerhin auch 171,5 heute Vormittag im Training. Man wird den Respekt vor so einer Chance nie verlieren. Das ist auch gut so. Aber man weiß, wie es geht. Und Lunardi, bitte, der 25-Jährige, der im Weltcup auch nur hinterhergesprungen ist. Siehe da, gar nicht schlechter Specht. 176 Meter, 176 Meter für Lunardi. Damit ist er jetzt einer. Die waren alle mal mit Weltrekordhalter. Klaus Ostwald, Armin Kogler, Pavel Plotz, Martin Nikkanen in Serie. Von 182 ist Nikkanen geflogen, dann bis auf 191 Meter. Aber jetzt Chevalier. Aktueller Weltrekord 212 Meter. Bei Lars Ottesen. Na, Mann, wo hat er denn den hergeholt? Lieber Lukas, meine Güte. Das ist eben Fliegen. Wenn du einen erwischt, dann geht's auf einmal ab wie Spitzkatze. 189 Meter für Lukas Chevalier. Der Mann ist normalerweise froh oder war froh, wenn er sich im Weltcup unter die besten. Kazuhiro Nakamura, Junioren-Vize-Weltmeister. Und mit einem guten Trainingssprung. 195 Meter. Auch er war Debütant. Er war, muss man ja formulieren. In dem Training hat er diese Marke gesetzt. Schade, jetzt muss er auch runter. Gleichgültig ist niemand von diesen Jungs dort oben. Das kann er auch nicht sein, dann würde er möglicherweise die Spannung nicht mitnehmen. Also Kazuhiro, wieder drehender Wind, jetzt hat er ihn von der Seite. Dort links ist ein Windnetz gespannt. Ja, kommt trotzdem gut runter, kommt trotzdem gut runter. Ja, ich würde auch sagen 180 Meter für Kazuhiro Nakamura. Vielleicht derjenige, der nach Miyahira am ehesten den Sprung schafft in die japanische A-Mannschaft. 183 Meter für Nakamura. Im Weltcup. Der junge Finne, der das erste Mal in Kuopio seine Fühler ausgestreckt hat. Aber da oben pfeift der Wind, das ist eine wahre Pracht. Und jetzt wird es wieder ganz, ganz happig. Und auch in Trondheim, also diese Schwäche hat er vielleicht ausgemerzt. Jetzt kommt der Schanzner-Kaufmann von Oslo, Dönem. Normalerweise, aber was ist jetzt schon normal? Normalerweise müsste er weit runter gehen. Er tut's auch, er tut's auch, er tut's auch. Der hat alles verdrängt, was er vorher gesehen oder nicht gesehen hat. Und 179,5 in der Probe und das war jetzt noch weiter. 183,5. Sehen Sie, so schnell ist man bei der verfluchten Tagesordnung. Jetzt registriert man wieder die Superweiten und Koblev kämpft vielleicht um sein Leben. Der 18. Martin Höllwart, auch er muss sich qualifizieren. Auch der gute Martin schaut sehr skeptisch. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob er genügend frische Unterhosen dabei hat. Da hat er keine Sorge. Die kann ich schon täglich wechseln. Vielleicht ist es bei diesen Bedingungen auch wieder nötig. Ab geht's, Martin. Auch er hat keinen sehr guten Wind. Der rote Pfeil ist kein sehr guter Pfeil. Aber Martin macht noch was draus. Ja, gut, Martin. Sehr schön. Prima. Alles in Ordnung für den 24-jährigen Kaltenbacher.
kann er sich wieder Guns Roses reinziehen, seine Lieblingsmusik. 174 Meter für Martin Höllwart. Vielleicht ist der Wind jetzt sogar hinter dem Vorbau besser als am Tisch. Und es fliegt sich ein bisschen leichter. Jakub Suchacek. ...20-Jähriger aus Frenstadt in Hacherow, endlich auf dem berühmten Treppchen. Da hat er lange gekämpft, um das zu erreichen. Und auch er muss wieder runter. Wir haben für die letzten 7 Springer, ja, über eine halbe Stunde gebraucht, wenn das reicht. Suchacek, Schwarzenberger, Goldberger, 3 sollten noch runter. Und die anderen sollten der Regie oder der Jury sagen, ihr könnt mich mal gerne haben. Wir lassen das heute. Es taucht ja schon bald die Sonne hinter den Bergen unter. Will nicht sagen, dass man Lichtprobleme bekommt, aber wenn man mit so viel Pausen weiterarbeiten müsste bis zum bitteren Ende, dann könnte es tatsächlich noch eng werden oder duster werden. Man braucht, um Zuschauer beim Skifliegen zu sein, geht das manchmal. So, nun kommt Jakub Suchacek. In Hacherow sollte ja die erste Skiflugveranstaltung der Saison sein, da wo er Dritter geworden ist. Aber dann ist man auf die kleinere Schanze gegangen, weil der Wind nicht mitgespielt hat auf der Großschanze. Und Suchacek, na, da braucht er gar nicht abzuwinken. Das ist überhaupt nicht nötig, weil er nämlich einen guten Sprung gezeigt hat. Vielleicht ist sein Anspruchsniveau höher, aber 180 Meter, na, ich bitte Sie, Herr Suchacek, da sollte man nicht mit den Armen schlenkern, so nach dem Motto, das war nichts. Das war ein ganz hervorragender Satz. Also, auf geht's, Kiuru. Bei den Finnen ist natürlich auch Feuer unterm Dach. Wenn jetzt Ahonen vielleicht sogar noch den Weltcup verlieren sollte, wenn ihm Schmidt diesen noch streitig macht, was ja durchaus möglich ist, also dann wird die Luft dünn für die Verantwortlichen. Der Ruf nach Hanno Lipisto, der ist schon relativ laut geworden. Hanno Lipisto, der in Italien arbeitet. Etwas unruhig in der Luft, aber doch mutig den Sprung durchgezogen. Und dadurch hatte er auch noch dieses berühmte letzte Drittel, welches ja so wichtig ist beim Fliegen. Und deshalb kommt er noch auf Weite. Aber, ja, war er? Ja, er war im Schnee. Er war im Schnee. 139,5, selbst das reicht nicht. Und dann gestürzt. Oder ist mit Martin Schmidt der dominierende Mann dieses Winters. Aber man darf halt nicht vergessen, bei der Weltmeisterschaft war er dreimal nur Vierter. Und jetzt kämpft er darum, dieses gelbe Trikot des Weltcup-Führenden noch zu verteidigen. Jan Ahonen, der mit dem Teufel tanzt. Als einziger der qualifizierten Gruppe geht er noch vom Riesenbacken. Das ist der letzte Springer der Qualifikation. Zum Glück, sage ich mal, denn das war stressig, diese Übertragung. Ja, was ihm dieser Sprung gebracht hat, das weiß ich beim besten Willen nicht. Ich möchte wetten, er auch nicht. Er profitiert davon auch nicht. So, 154,5 Meter und damit ist Feierabend und ich kann nur allen 14 Springern der roten Gruppe, ich kann nur allen 14 Springern, nicht mehr gesprungen sind. Wenn Sie denn die Kondition hatten, liebe Zuschauer, und waren dabei von 9.30 Uhr an, dann wissen Sie, dass 10.30 Uhr will ich übertreiben, 10.30 Uhr, dann wissen Sie, dass Martin Schmidt
4 Metern den weitesten Sprung gesetzt hat. Und Sven Hannawald mit 202 den zweitweitesten. Das hatten wir auf dem Sender. Ansonsten war das wirklich eine elendlange Strecke mit vielen Unterbrechungen und eben auch mit ein wenig Leid. Denn Valery Koblev, der Russe, der ist im Krankenhaus und spätestens morgen werde ich Ihnen sagen können, was im Einzelnen passiert ist. Aber ich hoffe erst einmal, dass er ohne gravierende Dauerschäden über die Runden kommt. Dass er sich sehr, sehr weh getan hat, das wissen wir. Es werden die 35 aufgelistet, die sich qualifiziert haben, und dann kommen diese 15 Weltcup-Besten dazu und dann können wir das Buch des Tages auch langsam zuklappen. Kruschek als letzter, Frank Löffler knapp daneben ist auch vorbei, er hat es nicht geschafft. Peterka ist noch dabei, das ist für die Slowenen und für die Zuschauer ganz wichtig. Sivan Freiholz, Rekord in der Probe, 196 Meter, wie gewonnen, so zerronnen, er ist nicht dabei. Schade drum. Also so gut ist die Form wohl nun doch nicht. Bei einigen hat man wirklich gespürt, dass diese Herausforderung auf dieser Riesenschanze ganz einfach zu groß ist. Javs zählt unter anderem auch dazu.